So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Craft Attack. Mit dabei ist schon wieder der Zinus. Hallo. Hello, Leute. Das letzte Mal hatten wir gesagt, dass du ja diese Bibliothek bei mir fertig baust, damit wir auf Level 30 verzaubern können. Richtig. In der Zwischenzeit habe ich so viel gesuchtet, dass ich es dann doch alleine gemacht habe. Ja, das Krasse war, ich kam einen Tag später auf den Server, frag so, wie läuft es so mit der Bibliothek? Ja, ich bin fertig. Alles klar. Ey, es ist so furchtbar. Es ist echt so furchtbar. Und ich bin jetzt auch Level 48, ja. Das habe ich, glaube ich, in Vanilla Minecraft noch nie erreicht, so einen hohen Level, weil ich gesagt habe, Alter, bevor du jetzt alles offscreen machst, verzaubern tust du bitte in der Folge. Und genau da sind wir jetzt. Herzlich willkommen zurück. Nice. Für meine Leute, ich bin unterwegs zu Skate und möchte zwei Kühe abholen. Davor musst du mich befreien, weil ich glaube, ich werde belagert. Ich guck mal ganz schnell. Okay. Oh ne, es ist ja Tag. Ja, hätte mir mal einer sagen können. Ich renne mal raus. Oh ja, Zombies links von mir. Ach, das ist nur ein. Ah, das sind drei Zombies hinter mir her. Das ist hier schon mal was. Ja, ich habe übrigens bei dir, als du mal AFK warst, die halbe Kuh-Farm in die Luft gejagt. Ich bin mal zu dir gelaufen. Ach, deswegen war der Boden neu. Ich habe mich schon gewundert. Das war ich. Ich komme so hin. Nein. Es war drei Creeper. Zweimal gestorben. Ey, also ich bin gestorben, wieder hingelaufen, wieder gestorben. Ey, ich sagte, ich bin so kurz vorm Ausrasten gewesen. Leider habe ich es nicht aufgenommen oder nicht gestreamt. Alter, fünf Zombies hier. Was passiert hier eigentlich? Ich bin hier. Pass auf, die Kleinen sind richtig hardcore. Ja. Ich bin, oh nein. Oh nein. Warte. Alter, warte. Ich bin gleich down. Hä, mein Wasser backt. Oh, danke schön. Ach, oh, da ist ja mein Wasser. Einhalb Herzen. Warte, wir machen es auf die altherkömmliche Art. Ja, guck mal, wie der Zombie aus. Boah, hast der hat was gedroppt. Dankeschön. Ja, guck, ach, da ist ja noch ein kleiner. Und die sind die härtesten. So, down. Okay, down. Nice. Okay, Alter. Ey, 48 bin ich jetzt, ja. Oh, da ist ja noch ein kleiner Zombie drin. Oh, hallo. Hallo. Auf den Huhn. Auf den Huhn. Alles klar. Ups. Oh, Lord. Oh, oh. Oh. Alles klar bei dir? Alles klar. Oh, das war ein bisschen krass. Okay, wie kann ich hier die Kühe rausbekommen? Gar nicht. Ist nicht vorgesehen. Cool. Oh, nein. Auch noch fest. So. Lol. Viel Spaß dabei. Ich werde jetzt mal versuchen, tatsächlich zu verzaubern. Ja gut, ich habe einfach mal, alles klar. Man sieht übrigens, ich wollte das mal noch ansprechen, was die Diamanten angeht. Das, was man hier in dieser Truhe sieht, eine Truhe voll mit Eisen, Redstone, Lapislazuli, ich glaube, hier habe ich auch nochmal stackweise Eisen. Ich habe 6 Diamanten gefunden, während ich wirklich eine ganze Truhe mit Rohstoffen voll gemacht habe. Das ist schon ein bisschen bitter. Okay, ich werde das dann wieder bei dir umbauen. Ich habe das kurz so ein bisschen umgebaut, damit ich die Kuh rausbekomme. Alles klar. Boah, du musst mir jetzt bei einer schweren Entscheidung helfen. Okay, dann bleibe ich noch ganz kurz. Ja klar, du kannst jetzt auch noch ein bisschen verzaubern. Guck mal, meine Kuh Bertha habe ich mitgebracht. Geil, oder? Hier. Ja, läuft bei dir. Du hast aber nur eine rausbekommen. Da kann man zwei miteinander? Hä, nee, aber... Ach so. Doch, klar kann man ja, das. Ja klar kann man, aber nicht an einer Leine, das meinte ich damit. Lol, wie geil, komm auch noch raus. Enttäusch mich jetzt nicht. Wie zum Teufel hast du die da rausbekommen? Ja, die ist einfach mitgekommen. Komm. Okay. Ja, ich ziehe die bis sie... Ja, sie ist auch draußen. Guck. Mein zwei Haus hier. Okay, zeig mal, ich komme mit den Kühen einfach rein. Ja, komm. Alles klar, Kuh. Irgendwann reißen die mal, ne? Das ist dir bewusst. Nein, das ist reißen. Wo ist das zweite? Ah, beide wieder hier. Du musst mir auf jeden Fall also bei einer schwerwiegenden Entscheidung helfen. Und zwar entweder verzauber ich jetzt Power 4 auf den Bogen oder Efficiency 4 auf eine Spitzhacke. Ganz ehrlich, Power 4 ist so krass OP in der 1.9. Ja, das stimmt allerdings. Ich würde schon fast Power 4 empfehlen. Ja, das ultra, das stimmt. Ultra nice. Hä, warum ist jetzt dieser Bogen schon abgenutzt? Ich hab mir doch gerade einen neuen gecraftet. Bin ich dumm? Bin ich dumm? Hä, cool. Ah, okay. Also, ich gehe mal auf die Reise, Leute. Ja, mach das mal. Die Reise mit Bertha und Alfred. Okay. So, hä, ich bin dumm. Ich bin definitiv dumm. Okay, gut, dann verzauber ich jetzt mit 48 Leveln. Das ist irgendwie... Was? Ich würde am liebsten noch warten, bis ich Level 50 habe. Was bringt dir das? Bringt dir aber nichts, oder? Nur größere Eier, bis mich jemand tötet. Ohne Spaß, ey.
Das ist so ein großes Risiko, wenn du in ja. irgendeinem Mob oder so stirbst, wie du dich aufregen wirst. Also das wäre... Power das 4 und Punch 2. Ja, geil. Was? Nice. Ich habe schon wieder eine Kuh verloren. Kuh, willst du mich eigentlich verarschen? Und jetzt ist die Leine auch noch weg. Willst du mich nicht mehr verarschen? So, jetzt als nächstes. Ich habe nur 45 Level, so langsam wird es kritisch. Ey, 45 Level, ich habe 8. Alles klar. Jetzt muss ich mir überlegen, ob ich als nächstes ein Diamantschwert verzauber. Da würde ich Unbreaking 3 drauf bekommen. Oder meine Dia-Hacke auf Efficiency 4. Ja, ich mache auf Efficiency 4. Und bekomme Fortune 3! Echt? Ja! Ja! Auf die Dia-Hacke. Efficiency 4 und Fortune 3. Yes! Darauf habe ich gepokert. Deswegen habe ich nicht... Oh, wie göttlich, Alter. Erstmal Dias looten gehen. Bevor ich irgendwas anderes mache. Das ist ultra Fick, nice. Ja, ich habe die beste Spitzhacke, die man bekommen kann. Also da fehlt noch Unbreaking, aber yes. Das ist ultra gut. Alter, nice. Erstmal meine Dias holen. Die habe ich so richtig mit Cobblestone eingebaut, damit sie bloß keiner findet. Hoffentlich sind die noch da. Ich hoffe, es ist schwer für dich, ja. Ey, oh, krass, scheiße. Geil. Eine Leine ist gerissen. Und ich find also wenn du in Zukunft Diamanten findest, meld dich. Ich melde mich bei dir. Boah, darauf habe ich so gehofft. Ich habe, weißt du, man hat ja immer so eine Restwahrscheinlichkeit. Und bei Level 30 mit einer Dia-Hacke, die ja von der Enchantability nicht schlecht ist, sage ich mal, auf Efficiency 4, es kann passieren. Und ich habe drauf gepokert und gedacht, komm schon. Und genau das ist passiert. Das ist richtig nice. Ohne Witz, also es ist wirklich gut. Ich glaube, das hat auch noch keiner jetzt. Also ich glaube, du bist der Erste mit mit Fortune 3, hundertprozentig fast, das oder? Das weiß ich nicht. Das kann durchaus sein. 100%. Also ich werde es auf jeden Fall in die Konfi reinschreiben, weil ich meine, da können wir Diamanten so richtig krass vervielfältigen. Ja, übertrieben. Warte, kann ich bei dir kurz einen String leihen? Ja, kannst du machen. Ich glaube, das war hier. Wie macht man schon wieder alleine? Ja, hier sind die Diamanten, die ich eingebaut habe. Sie hat noch keiner gefunden. Okay, nice. Bist du bereit? 6 Diamanten sind es. 6 Diamantenblöcke. Wir wetten einfach mal, oder? Was sagst du, wie viel rauskommt? 6. Ich sag 12. 12, also genau verdoppelt. Dann sag ich, damit es nicht langweilig ist, 15. Okay, bist du bereit? Und los. Ja. Der erste hat schon mal 2 gegeben. Okay. Oh, 4! Nice. Jetzt habe ich schon 6 Stück. 10. Oh, der hat nur 1 gegeben. 11. No, 15 und 18 Diamanten, verdreifacht, Alter, verdreifacht, 18 Dias, einfach das mal so locker easy aus dem Handgelenk. Okay, ich beneide dich, ich beneide dich. Ey, aber das ist auch wirklich Karma, weil ich habe heute Morgen 4 Stunden gefarmt und gestern 2 Stunden gefarmt und nur ein einziges Mal Diamanten gefunden und sie hat auch keiner währenddessen gefunden und so weiter, also es ist auch wirklich... Ich finde, ich habe es mir verdient. Ist auf jeden Fall, ja, ohne Spaß, also richtig cool. Boah, 18 Diamanten, einfach so. Was baust du damit? Was machst du damit? Dia-Rüstung, denke ich an. Also jetzt erstmal Dia-Schwert und dann als nächstes Brustpanzer. Weil nice. Ich habe auch mal online nachgeguckt, was du Dias brauchst. Ob es vielleicht irgendwas gibt, was ich übersehen habe, aber es ist halt echt immer nur diese Rüstung. Ich könnte mir machen, ich glaube, einen Diamanten opfere ich für einen Plattenspieler. Also so viel Loot muss sein, so. Hast du eine Schallplatte? Ich habe 2 aus dem Dungeon. Ah, ich hätte auch noch eine. 2x Cat habe ich. Und Cat ist halt die geilste, also Cat ist meine Lieblingsschallplatte. Ist das die zerbrochen ist? Nee, das ist die grüne. Ah, okay. Ich muss gleich mal gucken, was ich habe. Weißt du, wir sind solche Nerds, ne? wir wissen sogar schon, welche Schallplatten die coolen sind. Ja. 18 Diamanten. Ich glaube, ich werde nicht mehr. Das ist abgefahren. Das ist mega nice, ganz ehrlich. Ich verzauber mir gerade nochmal eine Dia-Spitzhacke, damit ich einfach eine auf Reserve habe. Weil ich habe gerade wieder Efficiency 4 angezeigt bekommen. Okay, das ist nice. Weil dann habe ich diese Fortune-Hacke halt einfach. Das ist. Vielleicht hast du auch noch Dings. Warte, Sick Touch. Das wäre Efficiency halt auch. Nee, nur Efficiency 4 diesmal, aber das ist okay. Oh nee, die Kuh ist. Okay, als nächstes mache ich mir dann ein Dia-Schwert. Was kriege ich denn jetzt gerade auf Schwerter? Fire Aspect 2 auf ein Schwert. Aber ich will eigentlich lieber Sharpness auf das Schwert, oder? Fire Aspect 2 ist auch ziemlich gut, für wenn du so Essen farmst und so weiter und so fort. Ja, aber ich kann damit keine Enderman töten. Das ist mein Problem. Ja, stimmt auch wieder. So, jetzt mache ich mir als nächstes die Dia Chestplate. Ja, 8 Armor. Mache ich. Hast du gewusst, dass Rüstungen abnehmen
je nachdem, wie kaputt die sind. Ja, das ist mir bewusst. Das weiß ich sogar. Ab der 1.9? Ab der 1.9 nehmen die Rüstungspunkte ab. Und tatsächlich habe ich mich ein bisschen gewundert, als ich das gelesen habe, weil ich dachte, das wäre schon früher so gewesen. Nee, nee, ich war heute mega erstaunt, dass meine Eisenrüstung was kaputt war. Habe ich so viel Schaden bekommen, fast als hätte ich gar nichts an. Also es war richtig, also es hat gar nichts mehr gebracht. Kühe, ey, seid voll anstrengend, die bis nach Hause zu bringen. Was denkst du, was für einen Stress ich hatte, bis ich alles beisammen hatte? Ich habe ja inzwischen einen kompletten Streichelzoo hier. Ja, da bin ich noch weit entfernt, aber ich denke mal, mit den Leinen kann ich mir jetzt überall ein bisschen was stibitzen. Und dann werde ich auf jeden Fall auch schon bald alles haben. Oh, ich muss Enchantments neu generieren. Ich habe nichts, wo ich sagen könnte, yo, das ist geil. Ich will kein Fire Aspect 2, ich will lieber Sharpness 4 safe haben auf mein Dia-Schwert. Das bringt einfach mehr. Ja, das stimmt. Dann muss ich jetzt ein Level verschwenden, wo ich gerade so schön 39 habe. Dann verzauber ich jetzt noch mal einen Bogen. Auf Level 1? Gucken wir mal, was ich drauf kriege. Ich würde Oh, das ist natürlich heftig. Flame auf dem Bogen. Ja. Weil dann hätte ich halt einen Power 4 Punch 2. Ich glaube, ich verschwende echt drei Level für Flame auf dem Bogen. Ich habe ein ganz kleines Problem. Ja. Ich habe Power 3 und kleines, Flame. Ich habe ein großes Problem. Was denn? Es wird langsam Nacht. Und ich bin noch nicht zu Hause. Oh nice, oh nice. Als nächstes kommt das Dia-Schwert dran. Ich habe gerade Sharpness 4 angezeigt bekommen. Alter, fuck. Ich bring die Kühe hier nicht raus. Oh. Ja, dann bind sie irgendwo an und sind wir. Nee, wir kriegen es nicht hin zu schlafen, oder? Nee. Denkst du? Hä, jetzt wird mir noch. Scheiße, in der neuen Minecraft-Version ist es sogar vom Schwert abhängig, was dir angezeigt wird. Ey, das ist ja super asozial. In der alten war es ja so, dass du einfach reinlegen konntest, was du wolltest. Inzwischen ist es auch nicht mehr so. Ha, fett. Oh, ich dachte gerade, ich hätte hier Scheiße gebaut. Alles klar. Ja, schaffen wir es kurz pennen zu gehen oder nicht? Ja, versuch's, frag an. Also ich bin jetzt gleich bei mir zu Hause. Dann würde ich halt kurz gerne pennen gehen. Ja, dann frag die Leute einfach mal. Ah, es sind ja noch Leute hier drauf. Ah, ich dachte, es sind alles. Ja, wir sind nur zu zweit. Das sind alles. Ja. Was? Wir kurz schlafen. Yo. Ich bin gar nicht so daran gewöhnt, dass das Projekt ist so krass aktiv gespielt werden. Ohne Witz, ich weiß, also, was du meinst. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich könnte nochmal Power 4 auf ein Buch drauf bekommen und mir einen Power 5 Bogen machen. Aber nein, das ist Verschwendung. Dann nehme ich lieber ein Power 3 Buch irgendwann. Was? Funktioniert's? Ich denke schon. Also ja, ich weiß nicht, was Petter jetzt macht. Lege auch. Ja, hoffen wir einfach mal. Wahrscheinlich steht er einfach nur AFK rum, um uns zu trollen. Oh, nee. Ja, ich denke, er ist nicht da, hä? Ja, sieht nicht gut aus. Tja, okay. Dann schade war's. Ja, meine Mission wird sich ein bisschen verzögern. Die Kühe hier raufzuholen. Aber ich verschwende jetzt echt ein Level, um die Enchantments neu zu generieren. Was soll's? Hier sind die Kühe. Ja, es läuft. Respiration 3 ist auch mächtig. Was habe ich hier an Breaking 3 immer noch? Fire Aspect 2 aufs Dia-Schwert. Aber es kann sein, dass es Fire Aspect 2 hat plus Sharpness 4. Ja, aber da will ich nicht drauf wetten. Sharpness 4 aufs Dia-Schwert. Na bitte. Geht ja, doch. Und reicht. Ich bekomme Sharpness 4 und nur Sharpness 4. Na gut. Ja, okay. Aber es reicht auch. Ja, immerhin Schaden. So, letzter Task. Oh, ich will Protection 4 auf die. Ein Level kann ich noch verschwenden. Danach habe ich nichts mehr zum Verzaubern. Hat der geschrieben oder weshalb lief Klingan? Weiß ich gerade gar nicht. Vielleicht lief der einfach, kommt gleich wieder und fragt sich, warum immer noch Nacht ist. Ich bin vor allem mal auf die Kommentare gespannt, weil ich sicherlich mir jetzt ganz viele schreiben werden, hey, hier hast du falsch enchanted und hier und hier und hier. Mir war zum Beispiel nicht bewusst, dass in der 1.9 wirklich verschiedene Tools für verschiedene Enchantability. Alter, nice. Mit einem Level nur. Was? Unbreaking 3 wieder auf die Dia-Brust, das gibt's doch nicht. Was mache ich denn jetzt? Da würde ich echt nicht riskieren, da würde ich halt echt nochmal ein Level verschwenden. Ich bin jetzt halt bei 30 unten. Ich habe jetzt schon Sharpness 4, Fortune 3, Forge, Efficiency 4, 2 Spitzhacken. Ich habe einen Power 3 Flame
Bogen, ich habe einen Power 4 Punch 2 Bogen, die werde ich dann später zusammencraften. Also es sieht schon ziemlich geil aus, aber ich bin halt noch nicht fertig. Okay. Ja, nice. Ah. Ach Mann, das stört mich gerade ein bisschen, dass... Oh nee. Was? Dass wir nicht pennen gehen können. Ja, man muss das halt die Nacht mit was anderem füllen. Ist echt so. Oh, warte. Zack, zack. Wo ist denn meine... Wo sind meine Strings hin? Hat irgendjemand meine Strings geklaut? Oh. Nein, ich hab die noch im Inventar. Scheiße. Ich meine Strings? Ja, ich hab... Achso, hab mich schon gewundert. Brauchst du die jetzt gerade? Oh, da ist ein Skelett vor meiner Haustür. Ja, ich hätte halt gerne jetzt, einen Bogen gecraftet, um nochmal zu enchanten. Ach, scheiße. Das Ding ist... Ob ich vielleicht Power 3 drauf bekomme. Ich würde nur ungern jetzt zu dir kommen. Weil ja, ich kann's verstehen. Oh, ich hab Frostwalker. Stimmt, hab ich ja noch als Buch mal gefunden. Oh ja. Das ist Alter, echt shit. Ich mach erstmal einen Amboss, glaube ich. Komm schon, ich habe so viel Eisen. Kann man sich mal. Ich mach erstmal 7 Eisenblöcke. So, jetzt crafte ich einen wieder zurück, weil ich einen zu viel gemacht habe. Ich bin echt ein bisschen reich hier drin. Ich könnte nochmal einen Amboss machen. Ich mach nochmal einen Amboss. So richtig die Mistgeburt. Ja, man kann schon sagen, du gehst schon ein bisschen auf Kevin-Niveau hier, also was dein Reichnis angeht. Was meine Reichnis, mein Wunsch, etwas zu erreichen. Reichnis. Ja. Oh, ich habe ja noch 8 Diamanten, fällt mir gerade auf, aber ey. Kannst du die Hose machen? Ich glaube, es sind nicht 18 Stück einfach so rausgeholt. Das ist echt krass. Ich craft mir erstmal eine Jukebox, also so viel Verschwendung darf wohl sein. Da bin ich echt ein bisschen neidisch, muss ich ehrlich sagen. Ich hätte auch gerne so viele Dias, aber ich bin einfach noch nicht zum Farmen gekommen. Ja, wie gesagt, finde welche und sag mir Bescheid. Jukebox crafted. So richtig nice. Sinnvoll. Die stelle ich mir jetzt irgendwo ins Eck und höre Musik an. Hier stelle ich sie hin. Wo sind meine Falschplatten? Ah, die habe ich schon im... Ah, hier sind meine Kühe. Ist schon mal gut. Oh Gott, cool. Ich habe einfach... Oh Mann, ich muss ganz ehrlich sagen. Alter, das ist so eine krasse Highlight-Folge. Es sind nur Highlights passiert. Du hast einfach echt das Beste vom Besten bekommen, ey. Da beneide ich dich. Ohne Spaß, das ist echt cool. Ja, ich lasse dich ja teilhaben. Das ist schon mal schön. Ich habe jetzt auch schon fast 10 Level. Ich denke, wenn ich 30 Level habe, werde ich... Nice. Und bei mir diese gechillte Hintergrundmusik, Alter. Ist nicht dein Ernst. Lala, lala, lala. Hey, ganz ehrlich. Yo, ich hab so Spaß, Alter. Was soll die Scheiße? Ich hab so gesagt, ich hab jetzt 10 Level gleich und werd einfach sofort getötet. Dann kannst du mir jetzt mal meine Strings zurückbringen. Nein, nein. Oh Gott, ich sterb einfach. 3, 2, 1. Fuck, ohne Witz. Alles ist weg. Ich tanze, woo. Ich finde das nicht mehr lustig. Dann guck mal eine Folge, dann lachst du richtig hart, sage ich dir. Hey, das ist einfach bei dir. Ehrlich, was soll die Scheiße? Mann! Ich kann da nicht mehr drüber lachen. Ich tanze, woo. Also für mich ist das jetzt echt. Nein. Oh Gott. Ich habe einfach gar nichts mehr. Ich sehe nichts mehr. Ich bin gleich schon wieder tot. Nein, bitte, bitte nicht. Nein, nein. Also die Schallplatten-Action war sehr schön. Das war die Schallplatte of Death. Hey, ganz ehrlich, ich sehe, es ist einfach so dunkel. Ich sehe einfach gar nichts mehr. Also es macht mich langsam kaputt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, dann würde ich sagen, einen schönen Moment eigentlich, wo man so eine Folge verenden kann. Auf jeden Fall. Also für dich schon. Oh, für es ist so schön. Ich würde mir aber gerne ernsthaft, ich gehe mal raus und suche mir eine Spinne. Okay. Oh, Creeper. Ich würde gerne ernsthaft... Alter, ganz ehrlich. Ich habe da hat sicher ein Power 4 Bogen oder sowas. Oh, nee. Boah, ich hätte gerade fast meine... Es wird halt langsam wieder morgen. Ja, wird es. Wir können ja sagen, wir machen hier einen Cut und nehmen gleich im Anschluss noch eine auf. Also ich werde die Folge hier sowieso cutten. Weil ich werde die Folge
beenden, wenn ich die Kühe oben habe. Weil ich sonst ein bisschen zu viel Zeit verliere. Mit Umnützen. Alter, ist einfach nur krass. Okay, ich habe mein Stuff wieder. Alles. Puh. Also hast du die Folge schon beendet? Nö. Ich kämpfe gerade noch ganz gegen Skelett. Nee, ich suche noch nach einer Spinne. Ich brauche ja Strings. Wenn du dich erinnerst. Ja. Ich habe deine Strings verloren. Meine 20 Strings? Es waren... Ah, ich habe sie gefunden. Ah, nice. Sehr gut. Alles, was in deinem Namen passiert, läuft. Alles, was in meinem Namen passiert, läuft gar nicht. Ja, das ist Karma. Ja, das ist halt echt so. Ich habe das Gefühl... Das ist alles nur deswegen, weil du mir nicht bei meiner Bibliothek geholfen hast. Das rächt sich jetzt. Ja gut, ich wollte dir helfen, aber... Oh nee, es ist schon wieder du, so ein Kraftskelett. Du warst halt nicht süchtig genug. Ja, ich habe zu wenig Zeit investiert in den Craft Attack. Alles klar. Wir sehen uns bei mir das nächste Mal wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.